ZDF heute live, herzlich willkommen. Millionen Menschen aus Deutschland vertreiben, auch Menschen mit einem deutschen Pass. Darum ging es gestern, darum ging es bei einem geheimen Treffen von Rechtsextremen in Potsdam im November, nicht gestern, so ist es richtig, vergangenen Jahres. Dieses Treffen wurde gestern öffentlich und zwar durch eine Recherche von Korrektiv. Mit dabei hochrangige Mitglieder der AfD, finanzstarke Unternehmer und andere Figuren aus der rechtsextremen Szene wie Martin Sellner, der lange Sprecher der identitären Bewegung in Österreich war und als Posterboy und einer der wichtigsten Ideengeber der neuen Rechten im deutschsprachigen Raum gilt. Wir wollen deshalb heute fragen, welche Gefahr für unsere Demokratie geht von diesem Treffen aus? Welche Folgen hat es für die AfD? Und wie wahrscheinlich ist es, dass ein, wie jetzt von vielen gefordertes AfD-Parteiverbotsverfahren tatsächlich kommt? Darüber spreche ich mit der Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel und mit dem Juristen Professor Christian Waldhoff, der am Verbotsverfahren der NPD mitgearbeitet hat. Ihr könnt eure Fragen wie immer sehr gerne direkt hier im Chat stellen oder ihr schickt sie uns per Mail an die angeblendete Adresse, die lautet zdfheute-live@zdf.de. Bevor wir jetzt gleich direkt ins Gespräch einsteigen wollen, wollen wir euch einmal kurz zusammenfassen, wer an diesem Treffen teilgenommen hat und um was es dabei im Wesentlichen ging. Und das haben Thomas Reichert und Ulrich Stoll für euch gemacht. Es ist ein kalter Novembertag, an dem im Landhaus Adlon bei Potsdam rund 30 Personen zu einem geheimen Treffen zusammenkommen. Mit dabei hochrangige AfD-Mitglieder wie Ulrich Siegmund, Fraktionsvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt. Das Recherchezentrum Korrektiv konnte hier verdeckt drehen. An dem Abend geht es um die Idee, Millionen Menschen abzuschieben, auch solche mit deutschem Pass. Die Einladung verspricht einen, Zitat, Masterplan zur sogenannten Remigration. Kein geringerer als Martin Sellner werde das vorstellen, höchst vertraulich. Das ist Sellner bei dem Treffen, Leitfigur der rechtsextrem identitären Bewegung. Sellners Plan sieht vor, auch politisch missliebige Menschen nach Afrika abzuschieben. Bei dem Treffen ist auch der frühere AfD-Fraktionsgeschäftsführer Roland Hartwig. Angeblich wusste er nicht, dass Sellner auftritt. Hartwig ist ein enger Vertrauter von Bundessprecherin Alice Weidel. Sie äußert sich nur schriftlich. Die AfD wird ihre Haltung zur Einwanderungspolitik, die im Parteiprogramm nachzulesen ist und die vollständig im Einklang mit dem Grundgesetz steht, nicht abändern. Doch im Netz greift die AfD genau diese Rhetorik auf. So könnte das heimliche Treffen brisant werden für ein mögliches Verbot der AfD. Und mir zugeschaltet ist Natascha Strobel. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Autorin mit den Schwerpunkten Rechtsextremismus und Faschismus. Guten Abend. Guten Abend. Wie überraschend sind für Sie diese Verbindung, ist diese Verbindung zwischen der neuen Rechten und der AfD, die wir da sehen? Die Verbindung ist nicht überraschend. Die Qualität dieses Treffens und wie offen hier Pläne zur Abschiebung, zur Außerlandesbringung, zur Vertreibung von verschiedenen Menschengruppen diskutiert worden ist, also über die Qualität darf man mindestens erstaunt sein. Haben Sie die Teilnehmer, die wir da jetzt gerade in dem Beitrag auch gesehen haben und dieses Format überrascht oder anders gefragt, was sagt das darüber aus, dass sich dieses Netzwerk im Geheimen treffen will, um einen solchen Plan auszuarbeiten? Das zeigt für mich vor allem, dass es eine Sammlungsbewegung innerhalb der neuen Rechten, innerhalb des Rechtsextremismus gibt. Man muss sich das so vorstellen, es gibt unterschiedliche Gruppen, parlamentarisch, publizistisch, aktivistisch, Finanziers und so weiter, die sehr lange nach dem Prinzip gearbeitet haben, also wir kommen uns nicht in die Quere und wir treten öffentlich nicht voneinander auf, strategisch distanziert man sich, aber alle arbeiten ungefähr an demselben. Und jetzt sehen wir eine neue Phase, wo man doch recht offen miteinander kooperiert, wo Unternehmer mit einer Figur wie Martin Sellner zusammenarbeiten. Das ist ja nicht irgendwer, sondern das ist quasi die Person, die Frontperson der militanten, aktivistischen, rechtsextremen bis neofaschistischen Szene im deutschsprachigen Raum. Genau, das wäre meine Frage bzw. meine Bitte. Also Redelsführer Martin Sellner, 34, aus Österreich. Holen Sie uns einmal bitte ab. Also wofür steht er und
Ja, wer ist Martin Sellner? Martin Sellner ist groß geworden im Neonazismus in Österreich, im Umfeld von Gottfried Kössl. Gottfried Kössl ist die wichtigste Figur des Neonazismus in der Zweiten Republik. Kössl musste dann ins Gefängnis und ab da hat Sellner begonnen, sich selbstständig zu machen, quasi, war an verschiedenen Projekten vor den Identitären schon beteiligt und wurde dann zum Gesicht und zum Chefideologen der Identitären Bewegung, hat aus Österreich sehr enge Kontakte nach Frankreich vor allem unterhalten und auch die Identitäre Bewegung in Deutschland geholfen, wieder mit aufzubauen, ist sehr klar im Umfeld von, eigentlich im engsten Kreis von Kubitschek und Schnellroda zu verorten, was sowas wie die Zentrale der neuen Rechten im deutschsprachigen Raum ist. Und hat sich in den letzten Jahren, nachdem es in Österreich eng geworden ist für die identitäre Bewegung aus verschiedensten Gründen, sehr so begonnen, quasi zum rechtsextremen Ideologen der Szene zu werden mit verschiedenen Büchern und publizistischen Beiträgen. Und in dieser Funktion reist er gerne durch die Welt und hält verschiedene Vorträge. Das Konzept der Migration, aber auch der große Austausch, das sind natürlich alles Euphemismen, sind Beispiele quasi, die er da jetzt propagiert und die er in die Szene bringen will. Jetzt ging es bei dem Treffen ja auch um diesen sogenannten Masterplan Remigration. Das ist ja eine Art von, ja, Kampfbegriff aus der rechtsextremen Szene. Was ist damit konkret gemeint? Remigration, also das ist ein Muster, dem die neue Rechte folgt. Das klingt wissenschaftlich, das klingt unverbraucht, das klingt nicht so, als würde da etwas jetzt Böses dahinter stehen. Aber damit sind eben nicht nur, und das wissen wir jetzt auch aus der Korrektiv-Recherche, nicht nur unter Anführungszeichen Abschiebungen gemeint von Leuten ohne Aufenthaltstitel oder mit negativem Aufenthaltstitel, sondern verschiedene Gruppen. Ja, einerseits die keinen Aufenthaltsstatus haben, die auch jetzt schon, muss man sagen, in der Asylgesetzgebung aus dem Landes gebracht werden können. Und dann aber auch Menschen, die einen Pass haben, aber aus verschiedenen Gründen ein Aufenthaltsrecht verwirken. Und dieses Verwirken, da steckt natürlich die Krux dahinter, denn wie verwirkt man ein Aufenthaltsrecht und wer verwirkt ein Aufenthaltsrecht? Und es gibt auch Beispiele, also nicht nur das Aufenthaltsrecht, sondern auch den Pass. Es gibt auch Beispiele von diesem Treffen, wo dann über Flüchtlingshelfer zum Beispiel geredet wird, dass die ja auch nach Afrika gehen können. Das heißt, es geht um Menschen mit Migrationsgeschichte. Bis zum wievielten Grad bleibt natürlich offen. Aber es geht auch um politisch missliebige Menschen, die sich engagieren, wie es eben der extremen Rechten nicht passt. Lassen Sie uns noch einmal bitte auf die AfD schauen, und zwar unter anderem von der AfD beziehungsweise nicht mehr sozusagen im Bundestag vertreten, aber 4 Jahre in der vergangenen Legislaturperiode im Bundestag vertreten. Ronald Hartwig, eben 2017 bis 2021 für die AfD, ist jetzt persönlicher Referent von Alice Weidel, also der Parteichefin. Zeigt seine Teilnahme an dem Treffen, dass rechtsextremistisches Gedankengut eben, ja, bis weit in die Spitze der Bundespartei hineinragt? Ja, wenn man es vorsichtig formuliert, muss man sagen, dass es mindestens kein Problem gibt. Also es sind natürlich die üblichen Ausflüchte. Man wusste nicht, dass Herr Sellner daran teilnimmt und so weiter, obwohl es in der Einladung offensichtlich stand. Aber spätestens, wenn ich dorthin komme und mit meiner Position bewusst bin, müsste ich eigentlich aufstehen und gehen. Das wäre so ein politischer Hausverstand, wenn man nicht wollen würde, dass man in Verbindung gebracht wird. Ich glaube nicht, dass sich hochrangigen Politikerinnen politische PR oder Politik erklären muss. Dass das nicht geschehen ist, zeigt doch ganz eindeutig, dass man mindestens interessiert war an dem, was Martin Sellner gesagt hat, mindestens einverstanden war mit dem, was da passiert ist. Es ist jetzt auch nicht überliefert, dass es als groben Widerspruch gab.
dass eine Parteichefin ihr engstes Umfeld so weit unter Kontrolle haben sollte, dass man sich nicht mit militanten Faschisten in einen Raum setzt, erklärt sich auch von selbst. Also entweder hat sie ihr engstes Umfeld nicht unter Kontrolle oder es geschah unter Wohlwollen. Genau, die Reaktion von Alice Weidel haben wir schon gehört, die eben gesagt hat, man werde sozusagen die Haltung zur Einwanderungspolitik, so wie sie nach Ansicht der AfD-Vorsitzenden eben im Grundgesetz steht und nicht im Grundgesetz steht, sondern in Einklang mit dem Grundgesetz ist, nicht abändern. Es gibt dazu aber auch eine andere Reaktion von einem AfD-Bundestagsabgeordneten, und zwar von René Springer bei X, ehemals Twitter. Da können wir vielleicht einmal zusammen draufschauen. Und zwar sagte er: Wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen, millionenfach. Das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen für mehr Sicherheit, für mehr Gerechtigkeit, für den Erhalt unserer Identität für Deutschland. So geht es dann in diesem Tweet weiter. Dazu passt eine Frage, die wir bei YouTube bekommen haben von Gary. Steht das nicht sogar in deren Parteiprogramm und ist das seit Jahren bekannt? Also woher jetzt diese große Empörung? Ich glaube, die Empörung ist einerseits über die Zusammensetzung dieses Treffens, über den Charakter, dass also offensichtlich hier viele hochrangige Leute Wert befunden haben, sich zusammenzutun und dieses Thema konkret zu besprechen. Dass so dezidiert auch über Leute gesprochen wird, die einen deutschen Pass haben und man denen nach Gesichtspunkten von Ehrenamt, politische Aktivität und so weiter, den entziehen will oder diese Leute ausweisen will, anhand der Gesichtspunkte, wurde so offen natürlich nicht kommuniziert bis jetzt, auch wenn es in diesem Konzept der Remigration immer enthalten war. Und man muss sich ja vorstellen, was hier so kühl verhandelt wird oder was jetzt so abgewiegelt wird. Was bedeutet es denn, wenn ich Menschen, unabhängig ihres Aufenthaltsstatuses, außer Landes bringen will, gegen deren Willen, gegen deren Verwurzelung, aufgrund von Migrationsgeschichte nicht angepasst, keine Liebe für Deutschland, das sind all diese Dinge, die man heute gelesen hat, in diesen Kreisen, oder von politischer Aktivität oder von Ehrenamt. Dann reden wir hier von Säuberungen. Dann reden wir hier auch von ethnischen Säuberungen, wenn es eine Rolle spielt, bis in wievielten Grad ich Deutsche bin oder ich Österreicherin bin oder vielleicht Europäerin bin. Und das ist dann nicht mehr eine semantische Auslegung, von was man hier spricht, sondern das ist ein Unterschied, ob das im Einklang mit der Menschenrechtskonvention ist oder nicht. Ich kann nicht, also der Pass ist ja nicht, wird ja nicht nach Gutdünken vergeben, sondern das ist ja ein Recht. Ich habe ja Rechte als Staatsbürgerin und ein Recht ist, dass ich nicht willkürlich behandelt werde. Und das ist aber genau das, was hier gefordert wird, wenn wir davon sprechen, dass quasi der Lebenswandel dazu beiträgt, ob ich weiter meinen Pass behalten darf oder nicht. Die Pläne, die wir jetzt gehört haben, die bei diesem Treffen offenbar, oder dieser Plan, der da verhandelt wurde, der scheint ja sehr weit fortgeschritten und sehr konkret zu sein. Bisher ist es den etablierten Parteien hier in Deutschland aber nicht gelungen, da ja, überzeugende Konzepte vorzulegen, um eben gegen diese Entwicklung ja vorzugehen. Welche möglichen Strategien sehen Sie da aktuell? Also, wenn wir von den anderen Parteien sprechen, dann müssen sich diese bewusst werden, was hier gespielt wird. Die AfD ist Teil der extremen Rechten. Die AfD ist eine extrem rechte Partei. So wie der Rassemblement National oder die Fratelli d'Italia, die Schwedendemokraten, die FPÖ, die SVP, die Fidesz, wer auch immer. Das sind nicht rechtspopulistische Parteien oder so Kipp-Parteien, diese Parteien sind Teil des Spektrums der extremen Rechten. Und damit sind sie nicht normale Parteien wie alle anderen. Sie sind nicht Teil des demokratischen Spektrums. Und dessen muss man sich bewusst werden. Und dementsprechend kann man sie auch nicht so behandeln. Aber was muss, Dementsprechend, wenn ich da einmal genau. reingehen darf, also was muss konkret passieren? Man muss sie einerseits
fernhalten von allen Funktionen, wo sie über Menschen bestimmen können. Und andererseits muss man natürlich auch verstehen, warum in einer Zeit wie jetzt, in der in Zeiten von multiplen Krisen, die extreme Rechte aufsteigt, weil sie sich als Alternative präsentieren kann. Die AfD hat es auch im Namen. Und wenn die demokratischen Parteien es nicht schaffen, eine lebenswerte Zukunft zu zeichnen, vorstellbar zu machen, dann wird immer ein Teil bei der extremen Rechten bleiben, weil hier die negativen Emotionen gefangen werden, die werden auch befeuert, aber dem kann man auch mit einem positiven Zukunftsbild kontern. Nur bürokratisches Verwalten und zu sagen, es wird so ein bisschen schlechter werden, ist nicht besonders anziehend. Es fehlt dringend eine positive Zukunft. Frau Strobel, was ja jetzt auch nach der Veröffentlichung dieser Recherche nochmal verstärkt diskutiert wird, ist eben ein Parteiverbotsverfahren für die AfD. Vielleicht abschließend kurz, inwiefern kann ein mögliches Verbotsverfahren eine Radikalisierung auch beschleunigen und wie stehen Sie dazu? Ich war hier lange sehr skeptisch. Ich bin es nach wie vor skeptisch, was so ein Verbotsverfahren angeht. Einerseits kann es Radikalisierung befeuern. Also so, wir haben es euch immer schon gesagt, die sind gegen uns und so weiter. Andererseits sind die gesellschaftlichen Verwerfungen schwer zu kalkulieren. Also bis hin zu Aufständen, Mobs und so weiter. Andererseits neige ich dazu zu sagen, man sollte es zumindest sehr genau prüfen. Die juristische Prüfung, das können andere Leute machen, aber die Geschichte hat uns doch gelehrt, egal wie elegant oder unelegant es ist, zögern ist immer der falsche Weg, wenn es um die extreme Rechte bis zu faschistischen Rechten geht, sondern man muss da schon sehr schnell, sehr entschlossen handeln, denn Demokratie und Faschismus passen nicht zusammen und können auch nicht lange nebeneinander existieren. Sagt die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel. Vielen Dank für Ihre Zeit und für die Einschätzung Dankeschön. heute Abend. Danke. Dankeschön. Ja, es gibt natürlich seit dem Bekanntwerden dieser Recherche oder seit dem Bekanntwerden dieses Treffens auch viele Reaktionen auf dieses Extremistentreffen, auch aus der Bundespolitik. Und zwar hat Bundeskanzler Olaf Scholz dazu bei X und auch bei Instagram heute folgendes Statement gepostet. Da können wir einmal gemeinsam reinschauen. Wir lassen nicht zu, dass wir in unserem Land danach unterscheidet, ob jemand eine Einwanderungsgeschichte hat oder nicht. Wir schützen alle unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder wie unbequem jemand für Fanatiker mit Assimilationsfantasien ist. Wer sich gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet, ist ein Fall für unseren Verfassungsschutz und die Justiz. Dass wir aus der Geschichte lernen, ist kein bloßes Lippenbekenntnis. Demokratinnen und Demokraten müssen zusammenstehen. Soweit der Bundeskanzler. Ihr habt das Statement hier auch noch mal gesehen. Auch Roderich Kiesewetter von der CDU hat sich dazu geäußert. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag. Das klingt ein bisschen sperrig. Die sind aber unter anderem zuständig für die Kontrolle der Geheimdienste. Und auch Bundesjustizminister Marco Buschmann hat sich dazu geäußert. Wir hören mal rein, was die beiden gesagt haben. Das zeigt eindeutig, dass die AfD entgegen aller Beteuerungen sich viel weiter im Rechtsextremismus radikalisiert. Und wir dürfen auch nichts ausschließen bis hin zu einem möglichen Verbotsverfahren. Wenn man einen solchen Antrag stellen wollen würde, muss man bei einer Sache sich sicher sein, dass man dann nach menschlichem Ermessen sicher sein muss, dass er auch erfolgreich sein wird. Denn würde man, ich sag mal, hier ein Gamble eingehen, also mit dem Risiko spielen, mit einem relevanten Risiko spielen, dass man selber gar nicht fest davon überzeugt ist, dass es zum Erfolg führt, dann droht hier natürlich ein PR-Sieg für die AfD. Also der Bundesjustizminister Marco Buschmann ist da noch vorsichtig. Die Diskussion über ein Parteiverbotsverfahren nimmt aber wieder Fahrt auf. Und wir wollen deswegen jetzt einmal die Frage stellen, ob die AfD denn wirklich verboten werden könnte. Und darüber, er ist mir jetzt schon zugeschaltet, kann ich jetzt sprechen mit dem Rechtswissenschaftler Professor Christian Waldhoff von der Humboldt-Universität Berlin. Das möchte ich gerne noch ergänzend vorstellen, 2013 im Auftrag des Bundesrates für ein NPD-Verbotsverfahren vor das Bundesverfassungsgericht gezogen ist. Guten Abend nach Berlin. Guten Abend. Herr Waldhoff, Ihre
Antragsschrift damals 2013, die Sie zusammen mit Professor Christoph Möller verfasst haben, war rund 250 Seiten stark. Das geht also, um es mal salopp zu sagen, nicht einfach so ein Parteiverbotsverfahren. Was braucht es, damit ein solches Verfahren eröffnet werden kann? Das NPD-Verbotsverfahren war damals sehr gut vorbereitet durch die Nachrichtendienste, das Bundesamt und die Landesämter für Verfassungsschutz. Und die hatten uns über 3000 Belegstellen, 3000 Beweisstücke zur Verfügung gestellt als Tatsachenbasis für ein solches Verfahren. Das heißt, wenn man über ein AfD-Verfahren jetzt nachdenkt und die Chancen, ob das Erfolg haben könnte, bräuchte man erstmal eine Materialsammlung der Verfassungsschützer. Bevor wir gleich auf dieses mögliche Verfahren schauen, vielleicht noch einmal auf das NPD-Verbotsverfahren. Warum hatte das keinen Erfolg? In einer pointierten Kurzzusammenfassung des Urteils von 2017 würde ich sagen, das Bundesverfassungsgericht hat klar gesagt, das ist eine Nazi-Partei, die echt verfassungsfeindlich, die rechtsextremistisch ist und unsere Ordnung beseitigen will. Sie ist aber so unbedeutend, dass wir sie nicht verbieten möchten. Also inhaltlich gab es gar kein Problem bei der NPD, aber es ist halt eine sehr kleine Partei, die auch immer schwächer geworden ist. Und das Gericht hat dann ein neues Kriterium, die Potenzialität, eingeführt, die so im Grundgesetz gar nicht drinsteht, und gesagt, die Partei ist so unbedeutend, dass wir sie nicht verbieten wollen. Welche Unterschiede sehen Sie denn zwischen dem Verfahren damals und einem möglichen AfD-Parteiverbotsverfahren? Ein ganz zentraler Unterschied ist, dass das Parteiprogramm der NPD, das ist auch heute noch dasjenige von 2012, eindeutig diese völkische Grundlinie in allen politischen Aussagen zum Ausdruck bringt. Also viele Passagen des NPD-Parteiprogramms lesen sich wie das NSDAP-Parteiprogramm von 1920. Ich habe mir heute Nachmittag nochmal das Parteiprogramm der AfD angeschaut. Das ist nicht rechtsextremistisch. Das enthält auch nicht die Aussagen, die jetzt vom Korrektiv aufgedeckt wurden. Das enthält sogar in Passagen Bekenntnisse zum Grundgesetz. Man kann jetzt sagen, das ist nur vorgetäuscht oder so etwas. Aber das Parteiprogramm, das im NPD-Verfahren ganz wichtig war für die Zurechnung dessen, was die Partei macht, das hätte man bei der AfD nicht. Wir bekommen dazu die ganze Zeit auch Fragen bei YouTube, und eine Frage, die natürlich viele interessiert, ist, Bruno Schnee hat sie uns gestellt, wie wahrscheinlich wäre denn so ein Verbotsverfahren, hätte dieses Erfolg, und was wäre, wenn es scheitern würde? Wie gesagt, eine seriöse Abschätzung über die Erfolgschancen könnte man nur machen, wenn man Material hätte. Allein das, was jetzt dieses Recherchenetzwerk Korrektiv aufgedeckt hat, das würde nicht reichen. Das muss ja auch der Partei erstmal zugerechnet werden. Das war ja keine Parteiveranstaltung. Dass da jetzt hochrangige Parteifunktionäre waren, geht schon mal in die Richtung einer möglichen Zurechnung. Aber alleine würde das nicht reichen. Das heißt, man bräuchte eine ähnlich umfangreiche Materialsammlung von den Nachrichtendiensten, von den Inlandsgeheimdiensten, die flächendeckend recherchieren, wie ist das Potenzial, ist das der normale Zustand der AfD oder ist das ein Ausreißer? Dann könnte man eine seriöse Abschätzung machen, ob ein Verfahren vielleicht Erfolg haben würde. Und ich würde auch noch darauf hinweisen wollen, dass das Verbotsverfahren 4 Jahre gedauert hat ab Antragstellung. Ab politischem Beschluss es durchzuführen sogar 5 Jahre. Das heißt, ein Schnellschuss, mit dem man jetzt irgendwie politische Konkurrenten vielleicht aus den Landtagswahlen im Herbst heraushalten könnte, wäre das ganz sicher nicht. Damit haben Sie schon eine Frage beantwortet, die wir gerade bekommen haben, die nämlich auch in die Richtung ging, wie lange würde das dauern, bis zur nächsten Bundestagswahl wäre das. Sie haben jetzt die Landtagswahl angesprochen, aber bis zur nächsten Bundestagswahl wäre das ja, wenn wir Ihnen jetzt richtig zuhören, auch niemals durch. Uns fragt noch jemand, und zwar Icke bei YouTube, wäre ein AfD-Verbotsverfahren nicht trotz geringer Erfolgswahrscheinlichkeit moralisch richtig? Wie würden Sie das bewerten? Das ist natürlich ein legitimer Einwand, aber wenn es... Bei der NPD war es nicht so schlimm, dass sie nicht verboten wurde, weil ja gesagt wurde, die Programmatik und die Aktivitäten der Partei sind klar verfassungsfeindlich. Das heißt, es gab kein Gütesiegel in Anführungszeichen des Bundesverfassungsgerichts, das diese Partei für unbedenklich erklärt hat. Sie war halt nur zu unbedeutend, man wollte sie nicht verbieten. Wenn aber bei einem AfD-Verbotsverfahren rauskommen würde, das reicht nicht für die Verfassungswidrigkeit auf die Gesamtpartei bezogen, dann wäre das ja eine Art Gütesiegel aus Karlsruhe, dass diese Partei doch nicht so schlimm ist. Und das wäre natürlich fatal. Das Einzige, was bei der AfD sicher ist, dass sie nicht zu unbedeutend ist, um gegebenenfalls verboten werden zu können, denn Potenzialität besitzt sie ja leider.
Sie haben den Verfassungsschutz auch schon angesprochen, den Inlandsgeheimdienst, der beobachtet die AfD schon seit einiger Zeit. Wir haben da einmal eine Übersicht vorbereitet, in die wir einmal gemeinsam reinschauen können. Im März 2022 hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die Bundes-AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Schon ein Jahr zuvor, im März 2021, wurde der AfD-Landesverband in Thüringen vom dortigen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Der Landesverfassungsschutz in Sachsen-Anhalt bewertet den dortigen AfD-Landesverband seit November 2023 ebenfalls als gesichert rechtsextrem. Und seit Dezember 2023 gilt das Gleiche auch für die AfD in Sachsen. Welche Rolle spielen diese Einstufungen denn überhaupt? Diese Einstufungen haben zur Folge, dass der Verfassungsschutz überhaupt aktiv werden kann und beobachten darf. Und das ist ja erstmal die erste Grundvoraussetzung für ein mögliches, für ein potenzielles Verbotsverfahren. Aber man muss bedenken, dass das gesichert rechtsextrem oder rechtsextremistischer Verdachtsfall, das sind die juristischen Kriterien, damit der Verfassungsschutz aktiv werden kann, damit V-Personen eingeschleust werden können oder solche Sachen, damit die Material sammeln können, die beobachten können. Das ist aber nicht der Maßstab für ein Parteiverbot. Für ein Parteiverbot müsste sehr viel mehr hinzukommen. Wie würde, wir haben es jetzt in diesem Stream schon immer wieder ein bisschen besprochen, aber vielleicht können Sie uns die einzelnen Schritte nochmal darlegen. Also wie würde ein solches Parteiverbotsverfahren ablaufen? Mit welchen Konsequenzen? Sie haben jetzt gerade die V-Leute zum Beispiel auch angesprochen. Die können ihre Arbeit ja nicht einfach so weitermachen, richtig? Genau. Also erstmal müsste man Antragsteller finden. Das kann die Bundesregierung, der Bundestag oder der Bundesrat sein. Also man bräuchte eine Mehrheit jeweils, die den Antrag in Karlsruhe stellt. Und sobald der politische Beschluss gefasst ist, also auch noch vor Einreichung einer Antragsschrift, müssen alle geheimdienstlichen, alle nachrichtendienstlichen Tätigkeiten abgestellt werden. Also wenn man etwa V-Personen in den Vorständen, etwa in Thüringen oder in Sachsen, haben sollte, was wir ja natürlich nicht wissen, dann müssten sie von diesem Tag an, wie man so schön sagt, abgeschaltet werden. Also jeder Kontakt müsste unterbunden werden. Und das hätte zur Folge, dass während des Verbotsverfahrens keine validen nachrichtendienstlichen Informationen aus dem Inneren der Partei mehr bekannt werden würden. Sie haben es gerade auch schon angesprochen, für dieses konkrete mögliche Verbotsverfahren sehen Sie jetzt erstmal keine Auswirkungen durch dieses Treffen in Potsdam. Trotzdem, so würde ich es nicht sagen. Also wenn das ein Modell flächendeckend wäre, wenn man nachweisen könnte, dass die Partei so denkt und dass das die echten politischen Ziele wären, dann wäre das schon relevant. Aber dass eben zwei hochrangige Funktionäre und noch einige andere Leute als Nicht-Parteiveranstaltung da teilgenommen ist, ist natürlich bedrückend und schlimm. Und überhaupt nicht in keiner Weise zu rechtfertigen, aber es müsste noch mehr kommen. Man müsste viel mehr flächendeckende Informationen haben, um das Risiko abschätzen zu können. Okay. Eine Frage, die ich doch gerne an Sie weitergeben würde, wäre es denn denkbar, die Frage an den Rechtswissenschaftler, dass man einzelne Personen wie zum Beispiel Björn Höcke mit rechtlichen Mitteln eben ausschließt? Also grundsätzlich gibt es ein sogenanntes Parteienprivileg, das heißt eine politische Partei, die nicht verboten ist, darf auch gar nicht benachteiligt werden. Nur das Bundesverfassungsgericht kann das feststellen. Aber es gibt im Grundgesetz eine bisher auch noch gar nicht genutzte Möglichkeit in diesem Konzept wehrhafter Demokratie, dass nämlich auch einzelne Bürgerinnen und Bürger an ihrer Grundrechtsausübung gehindert werden können. Das nennt man Verwirkung der Grundrechte, Artikel 18 unseres Grundgesetzes. Und da wäre jetzt das Problem, dass man damit das Parteiverbot, das man nicht erreicht oder nicht erzielen will, jetzt nicht umgehen darf, so als Parteiverbot des kleinen Mannes. Aber theoretisch können extremistische Bürger, die ihre Meinungsfreiheit und ihre politischen Grundrechte im Kampf gegen das Grundgesetz einsetzen, denen kann dieser Grundrechtsschutz entzogen werden. Davon wurde noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Gebrauch gemacht. Herr Professor Waldhoff, dann gerne abschließend noch einmal, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, es wird in diesen Tagen, wie gesagt, jetzt auch wieder verstärkt diskutiert, ein mögliches Parteiverbotsverfahren für die AfD. Sollte weiter darüber nachgedacht werden oder würden Sie auf Grundlage Ihrer Erfahrung davon abraten, das in Gang zu bringen? Nein, ich würde auf jeden Fall darüber nachdenken und die
entsprechenden politischen Instanzen, die das gegebenenfalls ja in Gang setzen könnten, müssen sich rückversichern bei ihren Sicherheitsbehörden, wie die Lage ist. Und wie gesagt, ohne dass man diese gesicherten Informationen hat, kann man auch nicht abschätzen, ob das erfolgversprechend und damit sinnvoll ist. Sagt Professor Christian Waldhoff, Rechtswissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Sehr gerne. Das war unser ZDF heute live zu dem Treffen von Rechtsextremen in Potsdam im vergangenen November und den möglichen Konsequenzen für die AfD. Wenn ihr dazu die aktuellen Entwicklungen weiterverfolgen wollt oder Hintergründe lesen wollt, dann schaut gerne vorbei in unserer ZDF heute App. Danke fürs Zuschauen, für eure Fragen und bis zum nächsten Mal.